Skaten ist für mich wie meditieren. Das ist ein Moment, da fühlt man sich frei, da hat man nichts anderes mehr im Kopf. Eigentlich ist es ein Gefühl von Freiheit, was man hat. Eine Handvoll von ihnen sind noch übrig geblieben, von den Südtiroler Inlineskatern im Freestyle-Bereich. Aggressive Skater werden sie in der Szene auch genannt, also jene Sportler, die mit Rollerblades an den Füßen Figuren und Sprünge in einem Skatepark durchführen. Der Hauptunterschied logischerweise, was man gleich sieht, man hat das Gerät bei den Füßen zu. Das hat logischerweise einen großen Vorteil, der Anfang ist irgendwie leichter. Man kann sich gleich vorstellen, wenn ich hupfen will, muss ich gleich die Füße zusammenziehen. Dafür gibt es noch aber keine Grenzen. Und es ist logisch auch ein bisschen gefährlicher, wenn man anfällt, weil jetzt, wenn man rausfliegt, landet man immer auf die Reifen und die Hellhörner nicht auch zu rollen. Was ich mache, ist schon immer eine Extremsportart, das gehört zu den Extremsportarten. Eine Extremsportart hat allem einen Gefahrenfaktor mit drin. Aber ich glaube, genau das macht es aus. Also ein bisschen den Adrenalinrausch, den, was man da noch einfach empfindet, der gehört dazu. Die Rollerblader aus dem Fitnessbereich hatten ihren großen Boom in den 90er Jahren. Entlang der Radwege und auch Gehwege sind sie sportlich dahingerollt. Daraus haben sich dann die Aggressive Skater entwickelt. In Südtirol waren es nie viele, zu Höchstzeiten an die 10 Personen. Thomas ist heute einer der wenig übrig gebliebenen, die voller Leidenschaft an dem Sport festhalten. Nicht zuletzt, weil das Aufeinandertreffen mit Gleichgesinnten diese immer wieder aufs Neue schürt. Was ganz toll ist eben bei den Inlineskater oder bei den Rollerblader oder wie man sie sich halt alle nennen, es ist eine relativ kleine Familie, aber es fühlt sich wirklich so an wie eine Familie. Also egal wo man hingeht auf der Welt, wenn man jemand anders sieht mit den Rollerblades, dann ist das gleich ein Gefühl der Verbundenheit. Das ist kein Big Business, nicht was Gott wie viel Preisgeld dahinter, nicht so riesige Sponsoren, sondern eben, es fühlt sich sehr, alles sehr familiär an. Und deswegen kennen von Inlineskaten wirklich eine Handvoll Leute auf der Welt eigentlich davon wirklich leben. Thomas nutzt vor allem die unterrichtsfreien Ferien zum Trainieren und auch, um neue, bespielbare Flächen für sich zu entdecken. Für mich ist es allem schon toll gewesen, allem zu schauen, wie ich mit den Grenzen weitergehen kann, wie ich die Grenzen sprengen kann mit Inlineskates und eben neue Sachen zu probieren. Und da eben auch den Faktor ein bisschen mit dem Downhill irgendwie zu verbinden, in der Natur zu sein und nachher in der Natur meine Skates zu benutzen. Und ja, dann habe ich mal eben probiert, ob das überhaupt möglich ist und gesehen, es geht und eben, macht Spaß. Es gibt eben auch Inline-Skates, die haben extra gemacht fürs Offroad fahren. Die haben noch sogar Reifen mit einer kleinen Luftkammer drin. Mit den habe ich das erste schon einmal probiert. Aber das sind eigentlich normale Hartplastikreifen, was man normalerweise eben auf den Radlweg nehmen hat. Und das ist aber eben groß genug und ja, so eigentlich habe ich es noch nirgends gesehen. Nein. Wenn man im Gelände fährt, nachher, natürlich mit den gleichen Skates wie im Skatepark, geht es jetzt nicht. Was ich da jetzt getan habe, ist eben eine andere Schiene eingetun, einen anderen Frame. Da sind eben vier Radeln oben, die was viel größer sind. Mit denen kann man dann auch, wenn man genug Schwung hat, über die ganzen Sterndeln und Asteln, kommt man da noch einfach drüber. Wichtig ist logisch, wenn man sich in der Natur aufhält, der wie allem zu respektieren und dem zu schauen, dass man logisch nichts beschädigt, keine Pflanzen oder keine Bäume oder sonstiges. Und was auch ganz wichtig ist, nicht solche Sachen muss man logisch am Vormittag machen oder auf Wegen, wo man eben weiß, da sind nicht viele Wanderer. Im Prinzip ist das gleiche wie mit den Downhill-Radeln auch. Nicht? Internationale Wettbewerbe fordern Thomas immer wieder heraus, lassen ihn weiter trainieren. In Lausanne gibt es einmal, heil ist in der Schweiz,
und ist einer für die Größten eigentlich für ganz Europa. Nachher ja, Straßburg oder in Rom unten. Eine kleinere Sache. Ab und zu machen wir auch so Shows. Das ist auch so eine kleine Sache. Beim Skipass in Modena, so eine Wintersportmesse, da machen wir meistens eine kleine Demonstration. Man braucht viel Ehrgeiz und viel Disziplin, dass man die Sachen auch schafft. Das ist so ein typischer Sportart, wo viel durch Wiederholung einfach geht. Aber ein ganz großer Bestandteil ist noch auch der Flow. Der Flow heißt einfach, du bist noch einfach in so einem Moment, in so einer Zone, wo einfach, wie gesagt, da vergisst man eigentlich die Welt um sich herum, alles geht wie von allein und das läuft einfach. Durch die Lüfte springen und auf Kanten gleiten. Solange dieser Flow ihn weiter antreibt, wird Thomas seine rollenden Schuhe noch lange nicht ins Abseits stellen.